Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Strategievideo von den Sowjets jetzt. Ich muss mal gucken, ob ich gleich noch die Wehrmacht dabei packe. Die hat auch schon das gerade am Vorbereiten. Genau, ich bin jetzt mit den Sowjets hier im Kanal. Die haben wohl schon ihren Plan gemacht und werde die jetzt befragen, was da alles abgeht. So sieht die ganze Geschichte aus. Mehr Farben planen sich besser, meinte der eine Sowjet gerade. das muss ich auf jeden Fall erklären, weil selbstständig begreife ich das jetzt erstmal wahrscheinlich nicht. Ja, und dann schauen wir mal. Jetzt auf jeden Fall mit den Jungs im Interview. Man So, jetzt macht seid ihr ja live. erstmal was, aber da baust du halt und das ist dann eine Stunde Jo. später weg. Du musst ja aber auch denken, freies Feld ist jetzt nicht, das ist eine riesige Menge an freiem Feld. Ne? Nehmen wir mal an, du würdest, sagen wir, eine Einheit hier hinsetzen. So, bei 7 cm Sichtweite. So, muss eine Einheit schon irgendwie innerhalb von diesem Umkreis kommen. So ganz grob, ne? Ja. Um die überhaupt zu sehen. So, Jungs, wir werden live. Könnt ihr Jo. mir einen Rundgang geben, hier den Zuschauern? Jo. Okay. Martin und ich, wir haben schon öfter zusammen gespielt. Und wir planen es eigentlich immer von High Level zu Low Level runter. Und zuallererst ist der Gedanke immer, okay, was könnte der Gegner machen? Wir stellen uns also vor, wir wären jetzt der Gegner und machen verschiedene Pläne, die uns einfallen und die wir für besonders schlau halten. Das sind die bläulichen Farben, nehme ich mal an, ne? Ja, korrekt. Da gibt es einmal den Plan A. Der Plan A, also genau, und bevor wir die Pläne machen, schauen wir uns die Objectives an. Es gibt hier zwei Objectives, einmal die Straße und Bodinov. Bodinov ist ein Ticker und die Straße nach Moskau ist ein Spielende. Fokus der Wehrmacht muss also unbedingt sein, Bodinov irgendwie zu nehmen, zumindest teilweise, um den Ticker zu pausieren. Und dann können sie sich, die Straße ist dann optional. Unserer Meinung nach werden sie die Straße aber nehmen, weil heute Straßenkämpfe oder so, die sind halt sehr unsicher. Und die Straße werden sie relativ sicher nehmen können. Jetzt unter der Annahme, dass die Wehrmacht also Bodinov nehmen oder mindestens blockieren will und die Straße nimmt, gibt es dafür irgendwie drei verschiedene Pläne. Plan A, das ist der hellblaue hier, heißt innerhalb Bodinov mehr oder weniger rushen. Und hier in der Mitte über den Fluss zu gehen, Bodinov zu umgehen und hier durchzustoßen, um Lerchenwald zu nehmen und dann kann man anschließend vielleicht noch hier über den Flussübergang auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise den Fluss zu überqueren, Bodinov zu umgehen und damit das Spiel fahren. Plan B, das hat der Fuchs gemeint, dass das vielleicht machen könnten, wäre so ein Mega-Zangenmanöver, einmal Der hier im gegnerische Norden. General hat das schon mal gemacht. Genau, so in dunkelblauer Farbe. Plan B, einmal hier mit Gewalt über die Straße und Bodinov nehmen mit so einer Umgehungsvariable heimlich durch den Teutoburger Wald, hier über den Fluss und an den Brücken abzuschneiden. Aber dann würden die potenziell Borinov Ewigkeiten halten, die Sowjets, ne? Diesen Plan Ja, B. deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn Sie diesen Plan, wenn Sie das machen würden. Also Ziel von Plan B wäre dann, dass die Sowjets ausgelöscht werden, weil die sonst die Siegpunkte nicht mehr aufholen, oder? Ja. Okay. Ist, glaube ich, sogar, was Und einer unter dem Video geschrieben hat, was er machen würde, wenn ich mich richtig erinnere. ja, ist auf jeden Fall halt eine Möglichkeit, ne? Und Plan C wäre jetzt halt nur die Westseite von Bodinov zu nehmen, möglichst schnell, also wieder in einem Rush, um den Ticker zu stoppen und dann und mit einem Hauptteil der Kräfte die Straße nach Moskau zu besetzen, um mit Hilfe der Auslöschungspunkte und der Straße nach Moskau Punkte das Spiel zu gewinnen. So, das sind die im Prinzip die drei Wehrmachtspläne, die wir für wahrscheinlich halten, dass die irgendwie umgesetzt werden. Ja, sehr schön. Was können wir machen? Naja, es gibt zwei Objectives, das heißt, es gibt drei Optionen, jeweils eins verteidigen oder beide verteidigen. So. Straße verteidigen halten wir aufgrund der mechanisierten Überlegenheit der Wehrmacht für nicht machbar.
Beides verteidigen halten wir auch nicht für machbar, weil wir dafür zu schwach sind. Also bleibt im Prinzip nur noch Plan A, den Ticker-Missionsziel Boldenov möglichst lange zu verteidigen. Vielleicht sogar die Wehrmacht auf der Straße noch zu harassen, aber Fokus liegt eindeutig auf Boldenov im Moment. Mhm. Dabei haben wir jetzt mal geguckt, was sind so die Engagement-Reichweiten und die Bewegungsreichweiten, haben festgestellt, Infanterie ist aber doof. Wenn ich kurz nochmal nachfragen darf, der Plan, Boldenov zu verteidigen, das ist ja dann schon fast unabhängig von den drei Plänen, die die Wehrmacht einschlagen kann, oder? Ja, ist korrekt. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man Boldenov verteidigen? Da haben wir jetzt gemerkt, okay, Infanterie ist halt nicht so cool. Und wir haben keine mobilen, schnellen Reserven wie Panzer oder so. Wir müssen also auf so eine Art Pocket-Verteidigung mit Artillerie und Flak als Kern zurückgreifen. Da sind wir gerade dabei, mögliche Positionen festzulegen. Das sind die Kreise, die du da auf der Karte siehst. In Orange. Hm. Die da, ne? Genau, genau. Wobei der Leichenwald nochmal eine eigene Sache ist. Also wir hatten die Diskussion eben schon mal gehabt. Aus den Wäldern mit Artillerie und Flachs rausschießen ist problematisch. Es sei denn, man fällt alle Bäume stundenlang. Ja, im Wald dann geht's aber, ne? Ja, da muss man trotzdem, glaube ich, eine kleine Vorbereitung machen, ne? Das sind sehr dichte Wälder. Ja, ist ja bei manchen Sachen kein Problem hier, ne? Ja, ja, ich wollte darauf hinweisen. Ja, ja. Genau, wenn man sagt, ja, 50 Zentimeter, in Boldenov selber haben wir auf jeden Fall ja sowieso was stehen, bis zu dem Ural hier sind es 40 Zentimeter und vom Pass des Todes dann logischerweise auch 40 Zentimeter und von diesem Bahasikwald hier rüber hat man ja bis 50 Zentimeter ist ungefähr hier. Das heißt, das hier da ist im Prinzip eine Killbox. Wenn also hier versteckt die Artillerie quasi in so Strong Points, damit die sicher ist, vor Panzern oder was auch immer. Ja. Okay. Ist halt eine Option. Also haben wir uns noch nicht festgelegt, ne? Da sind wir noch in der Diskutierphase. Ne? Okay. Was die Straße angeht, die lässt sich aus zwei guten Positionen. Ganz kurz, wer ist denn der da drin steht? Da steht keine Artillerie drin, oder? Im Todespass? Im Pass des Todes? Wird sich zeigen. Also nicht okay. Im Pass selber, sondern dann halt am Land oder so, ne? Hm. Man kann auf jeden Fall von der Gruppe hier nicht unbedingt den Pass selber. Ich nehme an, vom der Pass kannst du nur in der Richtung hier schießen, wo der aufgeht oder so. Ne? Aber das ist ein Suicide-Kommando, oder? Wer da steht, wenn der Rest in Strongpoints im Süden steht? Die ganze Mission ist ein Suicide-Kommando. Okay. Wir sind Russen 41. Wir sterben, okay? So. Ja, ja. Ich muss das nicht sagen, ich habe monatelang Gary gespielt in dem Szenario. Ja, genau. Also Straße nach Moskau kannst du aus dem Wald der Skorpione ganz gut unter Beschuss nehmen, hier am Wald. Also vom Wald hier aus, ne? Entweder hier oder hier. Oder von dem Gebirgszug aus hier, ne? Wenn du hier irgendwelche, ich mache jetzt mal hier maximale Feuerdistanz und so. Ja. Also du könntest mit Artillerie und Flak aus so Strongpoints aus die jeweiligen Sachen fertig machen. Und wir haben halt, anders als die Briten bei Isle Alamein, nicht die Möglichkeit, unsere Strongpoints mit einer gepanzerten Reserve zu schützen. Das heißt, jetzt können wir mal gucken, aufzustellen, so dass wir die Boxen so bauen, die Strong Points, dass sie sich gegenseitig unterstützen können mit Feuer. Ah, okay. Und da wart ihr gerade noch bei, das im Detail zu planen? Ja, genau. Okay, dann würde ich vielleicht erstmal so... Also kommt noch was? Ja. Genau, Lerchenwald wollen wir höchstens Aufklärer da reinstellen. Ah, okay. Habt ihr schon einen Plan für die Luftwaffe gemacht? Nee, meine Idee war, die Jäger hauptsächlich für Aufklärungszwecke einzusetzen und die Bomber als Close-Air-Support. Auf jeden Fall nicht unbedingt für Deep-Strike-Missionen hier in der Aufstellungszone der Wehrmacht oder so, sondern eher, okay, Feind ist jetzt hier durchgebrochen und stürmt mit Panzern und Infanterie in Lastwagen hier rein und fährt am besten noch seine mobilen AA davon, dann wird man halt die Bomber holen dazu. Hm.
Ich glaube, bei den Bombern hat Monte gesagt, er hat das mit Flugzeugen designt, dass das irgendwie 3 Stunden Vorlaufzeit hat, ne? Der Befehl muss 3 Stunden vorher kommen für die Flieger. Es sei denn, du lässt sie die Ja, ganze das Zeit sind da vielleicht halt. kreisen oder sowas. Ja, okay, das sind halt 6 Runden, aber die können ja on Station bleiben, ne? Also gehe ich mal davon aus, oder? Station? Also, dass die kreisen, meinst du? Ja, genau, dass wir kreisen, ja. Ja, kannst du denen auch befehlen, das geht sicher auch. Müssen wir mal nach dem Tank gucken, wie lange die dann kreisen. Habe ich jetzt keine Zahl, aber es müsste eigentlich schon gehen. Ja, Bedenk auch, weil. dass wenn Flugzeuge sterben, immer ein Siegpunktabzug ist, ne? Ja, deswegen würde ich halt weniger gern irgendwie ins Hinterland der Wehrmacht, wo wer weiß, was ist. Und wir nicht sicher sind, dass da keine Flaggen sind oder so. Ich meine, als Wehrmachter, okay, was machst du mit deiner Flagge? Entweder du stellst sie ab, um die Artillerie zu schützen oder um den Vorstoß zu schützen. Also bei der Flagge, Beides. das ist jetzt kein Geheimnis, das kann man ja eingucken, weil das die offizielle 9. ist, ne? Da sind auch 88er dabei. Mit denen kannst du Ja, halt das bis ist zu 50 aber. Kilometer schießen, ne? 50 Zentimeter. Warum? Ja, aber trotzdem jetzt weiß ja nicht, wie so genau sollten die gegen kleine Bomber nicht auf 50 sein. Egal. Also von der Definition her haben wir gesagt, Jäger triffst du mit der 88 eigentlich so gut wie gar nicht, sondern nur hochfliegende Bomber. Ich meine nur, dass du das Ding aber auch im Boden ausrichten kannst. Darum ging es mir, dass ihr nicht, ne, überrascht seid, verwirrt. Ja, aber wir haben ja keine Panzer, die 88 Ja, abfangen ja. kann. Ja. Haben wir die Wehrmacht ausgedribbelt hier. Okay. Also. Ja, sehr schön. Soll ich nochmal in einer Genau, aber. Viertelstunde wiederkommen, wenn ihr dann den Rest habt? Also Also ich werde dann auch wiederkommen, weil ihr seid ja. ja noch mitten in der Planung, wenn ich es richtig verstehe, ne? Jetzt sind wir in der Planung. Dann komme ich gleich nochmal wieder. Ja. So, also das war jetzt erstmal schon mal der Anfang von den Jungs. Die haben jetzt angefangen. Ich rede gleich nochmal mit den Deutschen, die hatten ja auch schon angefangen. Ich zeige euch gerade nochmal 2, 3 Bilder, bevor wir zu den Deutschen gehen. Und zwar, damit die Spieler halt ungefähr wissen, womit sie es zu tun haben. Es gibt diese Pontonbrücken, ja, da wurde wohl 41 über den Dnieper, da fehlt noch ein E, wurde wohl von der Wehrmacht eine gebaut, so eine Brücke. Ne, einfach nur um zu gucken, wie man den Fluss überqueren kann, nicht nur mit Schlauchbooten, sondern man kann auch so eine Brücke eventuell bauen. Das hat die Wehrmacht wohl wirklich gemacht. Und dann habe ich nochmal ein Bild von dem, genau, wie die Schlauchboote aussehen. Und das ist jetzt die Brücke von bei Market Garden da. Aber so eine Art Brücke und so eine Art Fluss wird das sein, dass man eine Vorstellung von der Umgebung hat, ne? Man weiß, wovon man da spricht. Und jetzt gehe ich, glaube ich, an den Wehrmachtler nochmal auf den Geist. Wo ich gerade aber noch einen Server bei bin, vielleicht gebe ich nochmal gerade meinen Senf zu der Geschichte. Sekunde. Also, die haben natürlich noch nicht fertig geplant, alles, ne? Aber diese Strong Points, die sie hier basteln, ja, diese Punkte hier, wenn ich die richtig verstanden habe, wollen sie da vor allem Artillerie reinmachen, weil die ja von denen, ne, die Artillerie-Reichweite bis zur Straße ausgemessen haben. Ich frage die gleich auch nochmal sicher. Aber wie genau stellen die sich das vor? Also, die haben das bis zur Straße ausgemessen. Glauben die, die Wehrmacht geht dann an diesen Strong Points vorbei, überall? Und lässt sich dann von denen bombardieren, ohne auf die Artillerie zu reagieren. Also sobald die Artillerie durch einen Schuss sichtbar wird, könnte ich mir vorstellen, wird die auch direkt weggerusht von denen. Ne? Die können ja ihre Stuks, die haben ja Panzer, die Deutschen in der 9. Armee. Können sie da einfach hinfahren und kaputt zu Brei schießen. Ist die Frage, wie sie das halt verteidigen wollen. Ne? Das nur mal so ein Ding, der mir durch den Kopf gegangen ist. Und dann wäre die Frage, warum die Wehrmacht, wenn oben alle versteckt sind, da ist ja keiner sichtbar von den Sowjets. Warum soll die Wehrmacht oben hingehen? Und also ich wollte diese Fragen vielleicht nicht zu aggressiv stellen, weil ich will ja auch keine Tipps geben und so, ne? Aber warum soll die Wehrmacht da oben mit ihren Truppen hingehen, wenn da kein Sowjet sichtbar ist, ne? Welchen Nutzen hätte das, ne? Diese Frage würde ich schon stellen. Und wenn sie mit einer großen Armee kommen, und die Artillerie macht ja nur Schaden, wenn es eine groß genug Armee ist, sonst lohnt es sich ja gar nicht, kann man die Artillerie dann beschützen? Wird die dann nicht einfach sterben? Und wenn man die Stadt ewig lange hält hier unten, wäre die Artillerie da unten dann nicht sinnvoller aufgehoben, weil man hier einen Abnutzungskrieg hat und da die Artillerie normalerweise der entscheidende Faktor ist, ne? Also wenn man die nächsten 3 Tage halt bombardiert, ist das besser, als wenn man von Haus zu Haus mit einem MP läuft, dass man Tag 2 hat man keine Manpower und Erholung und alles, ne? Wie gesagt, das sind nur mit der Sachen, die mir gerade in den Kopf gegangen sind, aber ne, vielleicht habe ich auch was überhört bei der Geschichte und sind hier noch im Detail am Plan, ne? Ich werde ja mittendrin gestört, aber das ist das Erste, was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist. Und jetzt gehen wir mal zu den Deutschen. Und gucken mal, inwieweit die Deutschen jetzt was machen und gucken, welche Katastrophen aufeinander zulaufen dann am Schluss eventuell. Mal sehen. Genau, hier sind wir gerade im Wehrmacht-Channel hier vorne. Die haben das mit Screenshots gemacht, um die verschiedenen Phasen ihres Plans zu zeigen. Ich gehe gleich mal nochmal rein, mit den Jungs zu reden. Also das ist mal die Runde 1. Wollen ihre Artillerie offensichtlich hier deployen. Also ich muss jetzt natürlich ein bisschen beim Schreiben raten. Also 20 plus B. Oder ist das ein Strick? Nicht ganz sicher. Ich frage die gleich nochmal. 5 plus 7.
Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, was das gerade bedeutet. Die wollen auf jeden Fall bis zur Stadt vorrücken und damit Panzer ein Umgehungsmanöver machen. Ich habe das schon gesehen. Ihr seht hier vorne, die Stuks und der Panzerjäger werden von der 9. Armee abgekoppelt. Also alles, was quasi mobil ist in der 9. Armee, wird genommen. Oder fast alles. Es gibt ja noch ein paar weitere Speer. Und die fahren offensichtlich hinter die Stadt. Vielleicht mit dem Auftrag, beide Hügel unter Beschuss zu nehmen. Die können ja von hier auch rüberschießen, wenn eine Artillerie auf dem Hügel steht oder eine Flak, ne? Also das könnte eine sehr interessante Flanke werden. Dann wollen sie hier oben Artillerie deployen und das kann ich Ihnen noch nicht sagen, was das ist. Und hier ist aber offensichtlich auch eine relativ große Truppe unterwegs. Im Wald versteckt allerdings, damit der Gegner vielleicht raten muss. Das heißt, beide Seiten werden sich dann in den ersten paar Spielrunden fragen, ob ein Gegner da aufgetaucht ist, weil keiner keinen sieht. Das wäre jetzt mein Verdacht. Dann die nächste Spielrunde hier vorne. Nicht sicher, was der Kreis da wieder bedeutet. Wir tragen die gleich mal, auch die Zahlen. Artilleriefeuer. Die haben mich eben gefragt, ob die feuern, schießen, feuern, schießen, feuern, schießen können. Ich habe dann geguckt, wie lange es braucht, so eine Artillerie, weil die sind ja motorisiert. Also nicht hummelmäßig, sondern mit Lastwagen. Wie lange es mit Auf- und Abbauen dauert. Also eine Runde geht eine Stunde und das Aufbauen dauert halt, ich glaube, Viertelstunde, bis zu einer Viertelstunde und das Abbauen auch. Also eine halbe Stunde ist man mit Auf- und Abbauen beschäftigt und da muss man sich noch eine Viertelstunde einschießen, hat GPT mir eben gesagt. Also dieses Gehen, Feuern, Gehen, Feuern, Gehen, Feuern geht nur sehr bedingt, ja, nur sehr bedingt. Und dann ist noch die Frage, wie das mit der heißen Artillerie ist, wenn man die bewegt und so. Da muss ich noch mit den Spielleitern drüber reden, was die davon halten. Genau, auf jeden Fall wollen die da reinballern, wie ihr seht, ne? Wollen die ein bisschen Möhre beschießen. Hier sind Transporter, die die erste Division einladen, um die Stadt zu stürmen, offensichtlich. Also die wollen da wohl schnell rein. Ist der gleiche Screenshot? So, eventuell Feuer, nicht sicher. Also, die wollen auf jeden Fall die Berge clearen, ne? Hier unten mit der mobilen Truppe. Das ist der Plan, genau. Und dann rücken die weiter vor. Da nehmen wirklich zwei Korps Aufstellung, ein Stück weit. Und ich vermute, dass das der Rückzug bedeutet. Die haben die Berge dann geklärt und fahren dann zurück zur Hauptgruppe. Genau. Ja, und dann wird wieder die Artillerie gleichmäßig verteilt. Die Speer gehen dahin, um zu gucken, was auf der anderen Uferseite ist, vermute ich mal. Und hier, also die müssen ja eigentlich nur am dritten Spieltag sozusagen, also am dritten Tag des Feldzugs, müssen die ja nur auf der Straße als Einziger stehen. Ne? Von daher müssen die auch nicht reinrushen. Also wenn die Sowjets wirklich im Norden diese Strongpoints errichten würden, dann sind das Truppen, die halt nicht am Kampf teilnehmen, ne? Weil die Wehrmacht komplett auf die Stadt geht offensichtlich. Und jetzt reden wir mal mit den Jungs, wo wir den Server suchen. So, dann bist du quasi jetzt live, bin jetzt im Wehrmacht-Team. Okay, also findest du auf dem ersten Screenshot? Genau. Oder wolltest du zum Gesamtplan was sagen? Oder kann man es anhand der Screenshots einfach schon sehen alles? Zum Gesamtplan sage ich vielleicht am Ende nochmal was. Okay. Also, genau, wir starten mit. Also, wir wollen halt schnell rein. Die Russen sind nicht vorbereitet. Wir wollen die Vesporinow gar nicht erst. Wollen die sich da gar nicht erst eingraben lassen? Dafür fahren wir halt hier. Es steht an den Pfeilen eigentlich erstmal ganz gut dran. Die Panzer halt direkt als Speerspitze die Straße runter. Wenn sie irgendwas finden sollten in der ersten Stunde, wenn die Russen da irgendwie mit einem LKW einen Kundschafter hinschaffen, dann sollen die den gerne jagen und zur Strecke bringen. Ansonsten fangen sie, sobald, also kurz bevor sie halt in Sichtweite kommen, fangen sie an, Borinow zu umrunden. Da mehr werden sie in der ersten Stunde noch nicht schaffen. Genau, die Arti platzieren wir halt nördlich der Straße und die 20. und 8. fängt halt auch an, sich über die Straße zu verlegen. Das sind die beiden Cores bei euch, ne? Die 20. und die 8. Genau, das ist gelb und grün. Unter Hilfe halt der Transporter hier. Gut, was auf dem Screenshot jetzt nicht stimmt, auf dem ersten Transporter liegen noch die ganzen Scouts drauf. Ja, so im Detail sieht man das hier eh nicht. Okay. Das ist jetzt halt nicht notwendig, weil die ja doch motorisiert sind. Genau, währenddessen stellen sich das 5. oder 7. da oben im Wald auf. Und sollen halt erstmal eigentlich nur Stellung halten. Ja. Alles Die klar. Bomber liegen jetzt zwar schon auf Borinow drauf, da haben wir uns aber überlegt, das verzögern wir eine Runde, dass wir die rufen. Weil wenn wir die in Runde 2 rufen, sind die ja in Runde 5 da, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das Also wenn wollen wir das so Wetter haben. mitspielt. Können wir sie auch in Runde 1 rufen, damit sie in Runde 5 definitiv da sind? Müsste ich mit den Spielleitern absprechen, kann ich dir jetzt nicht Also, sagen. Das wären ja hilft Runde da. Null Befehle im Prinzip, ne? Das müssten wir dann, muss ich mit den Jungs gleich klären. Also bis jetzt haben wir Naja, Runde Null nee, Befehle also nicht gesagt.
wir wissen in der ersten Runde, dass wir sie in Runde 5 haben wollen, aber das ist ja theoretisch eine Runde mehr, als wir denen vorher Bescheid geben müssen. Ja, ich frage die Jungs gleich mal. Okay, gut. Dann Bild 2. Ja. Bin ich drauf? Genau. Also, das 20. und das 8. rücken halt weiter vor, mit Hilfe der LKWs. Ein paar sind halt immer ein Stück weiter vorne, weil die LKWs die halt schneller machen. Die Artillerie sollte in der zweiten Runde, kriegt die dann schon den Feuerbefehl. Die sollte eigentlich innerhalb von einer Stunde halt in der Lage sein, die Straße runterzufahren und sich dann zumindest größtenteils da oben aufzustellen. Fünfte und die siebte stellen sich da oben weiter im Wald auf. Und die Panzer umrunden halt Borinov, kommen dann halt Ende der Runde irgendwann da unten an den Berg an. Ja, genau. Und in der Runde würden wir halt theoretisch die Bomber dann rufen, weil wir die in Runde 5 da haben wollen. Okay. Genau. Dann direkt zum dritten, ne? Ja. Gut. Genau, die Panzer sind dann da unten angekommen. Wenn was auf dem Berg steht, sollen sie es erschießen. Habt ihr ausgemessen, ne? Das passt von der Reichweite. Ja, die haben ja 7 Zentimeter oder so, ich weiß nicht mehr genau. Genau, 7 Zentimeter und dann sollten die da über den Fluss auf den Berg schießen können. Mhm. Ja, also hier in der Mitte sieht man halt, wie sich die Lastwagen so ein bisschen abwechseln, welche Divisionen die nach vorne bringen, damit halt auch alles ein bisschen geboostet wird, geschwindigkeitstechnisch. Ja, fünfte und siebte haben sich da oben im Wald aufgestellt. Beziehungsweise ein Teil von der Weißen ruht sich auch gerade noch aus, weil die starten ja nicht ganz so voll. Wir können direkt am Rand aufmunitionieren lassen, ne? Also aufmunitionieren, haben wir gesagt, geht nur mit den Lastwagen vom HQ. Weil wir unterstellen, dass der Nachschub einfach eben Headquarter immer ist. Und dann muss man mit Lastwagen vom Headquarter zu der Einheit hin und her fahren. Ja, okay, gut, dann stellen sie vielleicht auch vorher schon woanders hin, weil Munition kriegen die dann eh nicht. Der LKW ist anderweitig beschäftigt. Genau, man sieht auch die beiden Scouts der 28. Die gehen halt so ein bisschen den Fluss ab, um die Flanke zu decken, falls die Russen darüber wollen. Die Artillerie. Okay. Ja, ey. Jetzt 41, aber sicher, stimmt ja schon. Die Artillerie wird wieder abgebaut. Soll sie nachher soll unter die Straße verlegt werden, ein bisschen verteilter. Jo, das war's die Runde, glaube ich, auch schon wieder. Okay, genau. Nächster Schießschuss, der letzte dann hier, ne? Jo. Nee, warte mal. Ach, stimmt, ich habe den letzten noch gar nicht reingeladen. Moment. Da habe ich davon ein Screenshot gemacht. Aber so, Moment, nee, auf jeden Fall sieht das vor, dass die fünfte und siebte war das, glaube ich, ne? Links oben im Wald, dass sie quasi nicht am Krieg. Also den letzten haben wir gerade noch im Tabletop drinne, der ist noch nicht fertig. Ja. Genau. Also zumindest bei dem, die Panzer kommen zurück. Diesmal müssen sie nicht außer Sichtweite bleiben, aber einfach außer Feuerreichweite. Die Artillerie stellt sich da unten halt ein bisschen verteilt auf. Die 28. fangen auch an, sich ein bisschen zu verteilen. Ja, 5. und 7. haben weiter nichts zu tun, es sei denn halt, der Russe kommt über den Fluss, dann müssen die halt aus dem Wald ausrücken. Genau. Okay. Das ist jetzt halt wirklich Vorbereitung hier gleich für den Großangriff. Und ja, den könnte ich dir jetzt noch im Tabletop-Simulator zeigen. Ja. Okay, connecte gerade. So. Ja. Die Bomber sind da. Die Artillerie steht, fängt an zu schießen. Wir haben die Flaks dabei. Können auch mit reinschießen. Und genau, Panzer sind wieder da, irgendwo stand dran, wegen Deckung, Combined Arms, bedeutet doch, wenn unsere Infanterie hinter Panzern steht, haben sie bessere Deckung, oder? Ja genau, also was heißt hinter, ne? Wenn du so direkt daneben stehst, ne? Hinter daneben ist immer ein bisschen schwierig, aber unterstellt ja, genau. Halt, dass man dann sich ein bisschen besser verstecken kann. Ja, zumindest die Divisionen, die ganz vorne stehen, kriegen halt Panzer zugeordnet, damit halt zumindest mit so ein bisschen Deckung gegen die Stadtdeckung reingehen können. Ja, ja. Genau. Und dann haben wir halt einen Bomber hier nördlich der Straße, also gut, Bomber beide halt im Westen. Ein nördlicher Straße. Ne? Bei sowas kann es schon kleine Koordinationsprobleme geben, weil es ja verschiedene Kommandeure hat. Aber generell geht das schon. Ja gut, die sollen halt einfach den Vorstoß der Infanterie halt decken. Ja, ja. Es wird dann der Befehl sein. Haben die halt nie zusammen geübt, ne? Sind ja verschiedene Formationen, das will ich nur sagen.
Du sagst halt einen Panzer, der noch nie einen Infanteristen neben sich laufen hat, eventuell, so. Ne? Dass er das Okay, machen aber soll. wofür, Und dann haben die wofür verschiedenen ist. Kommandeure und alles, ne? Also ich sag nicht, dass es nicht klappt, aber es kann durchaus sein, dass das nicht ganz so rund klappt, wie du es vielleicht Okay. vorstellst. Ja, gut, ich wollte halt diese Combined Arms Deckung da ausnutzen. Ja. Das war so der Plan. Genau, also Artillerie-Bomber zerlegen hier die Westseite von Borinov und ein Bomber sowie die eine Artillerie haben wir speziell auf die Brücke gesetzt, damit die Russen, die in Westborinow sind, Westborinow auch nicht mehr verlassen. Also Brücken können auch kaputt gehen in dem Spiel, ne? Nur als Das Warnung. ist der Plan. Achso, Die soll okay. weg. Hätte ja sein können, dass ihr das Oberwort. Ich wusste ja nicht, was der Endplan, das Ziel ist. Wie gesagt, die Russen sollen aus Westborinow nicht mehr rauskommen, wenn sie da drin sind. Okay. Genau. Dann, ja genau, das ist halt so der etwas präzisere Plan, den wir für die ersten Runden gemacht haben. Und danach wollen wir halt Westborinow halt erstmal sichern. Genau, wir nehmen die Häuser ein vorne am Fluss, werden wahrscheinlich noch ein paar Feuergefechte mit Russen auf der anderen Seite haben, versuchen die da zu vertreiben, immer mal wieder mit der Artillerie reinzuhalten. Aber sobald das durch ist, also die Panzer werden wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher wieder abgezogen, weil die sind in Stadtkämpfen, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll und da wird wahrscheinlich auch immer wieder Artillerie reinfliegen. Deswegen kommen die Panzer schon ein Stück früher raus. Die ziehen, werden wir dann wahrscheinlich hier noch, also die werden wir nach hier oben ziehen, damit wir hier eine Offensive starten können. Und wenn Borinow halten gut funktioniert und die Einheiten noch kräftig genug sind, starten die noch hier unten irgendwann eine Offensive. Was wäre denn so Hoffen wir, das dass wir da. Ziel, einfach nur mal ganz grob zusammengefasst für die 3 Tage? Also klar, den Also Anfang haben wir erster jetzt, Tag glaube ich. das hier. Ja. Und halt halten. Dann Panzer zurückziehen. Die werden wahrscheinlich, erstmal werden wir den ersten Tag dann noch ein bisschen mehr Munition quasi wieder auffüllen müssen. Hier unten halt, je nachdem, wie schnell das Ganze läuft. Und ob hier feindliche Truppen stehen, eventuell schon in der ersten Nacht dann übersetzen. Müssen Truppen schlafen? Naja, nee, also wenn die nicht schlafen, sind die schon hardcore erschöpft, aber sie müssen nicht. Also, du kennst das ja vielleicht, ne? Wenn du mal in der Nacht nicht schläfst, wie du dann bist am nächsten Tag. Ja, das stimmt schon. Aber mal, wie war das eigentlich mit der Zustandsänderung durch Bewegung? Heißt das, wenn die einfach nur laufen, verlieren die Zustand oder? Ja, genau, das normale Marschieren, das erschöpft die auch. Okay. Also du Und müsstest vom halt 8 LKW? Stunden laufen quasi, um total erschöpft zu sein, ne? Vom LKW transportiert werden ist nicht so schlimm? Das erschöpft nicht, genau. Okay, dann verlieren die immer einen weniger. Gut, dann kommen wir halt auch schon ein bisschen ausgelaugt in der Stadt an. Ja, nee, das werden die durchhalten. Die Russen müssen ja auch erstmal nach Westborinow rüber marschieren. So. Genau, also dann werden die sich wahrscheinlich erst ausruhen müssen hier unten. Schauen wir mal, je nachdem, wie viele Russen hier unten halt stehen. Ob wir da in der ersten oder zweiten Nacht vielleicht rüberkommen und ob überhaupt noch genug Truppen übrig sind dafür. Aber hier oben auf jeden Fall dann Also dein Mitspieler vielleicht in der schreibt gerade, Nacht. Tag 2 ist eher Sammeln angesagt. Ja, beziehungsweise Ja, oder halt konsolidieren, ne? in der Nacht. Unsere In der LKWs Nacht können ja sammeln. auch. Okay. Ja, LKWs können ja auch nachts fahren, oder? Unsere LKWs haben ja keinen Zustand. Die können nicht erschöpfen. Ja. Genau. Dann würden wir wahrscheinlich in der Nacht vielleicht, also die machen ja kaum was, zumindest wenn hier keiner rüberkommt. Dann würden wir wahrscheinlich in der Nacht vielleicht hier oben einen Angriff starten. Und dann ist es halt wirklich so, dass hier unten und oben muss halt beide schauen, wie es vorankommt. Das Westborinow muss halt gehalten werden. Versuchen wir halt nach und nach hier den Kessel halt zuzumachen. Genau. So versuchen am Ende Ostborinow zum Zingeln. Also, wenn ich es ganz verstehe, also diese beiden Cores, die laufen dann quasi hier so hoch und dann hier so runter, oder was? Ja, also Dass sie am dritten Tag hier unten erscheinen an der Nordflanke von so der ungefähr Stadt. könnten sie es tun. Können auch eventuell dann durchs Gebirge, je nachdem, was da gerade strategisch notwendig ist. Sollten auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass halt nicht die Nachschublinien verloren gehen. Das ist dann immer so ein bisschen. Also da können wir halt noch nicht genauer planen, weil wir nicht wissen, was bis dahin sein wird. Aber Ziel wird dann sein, wenn wir Westborinow haben, halt
unten über den Fluss eventuell, aber halt vor allem oben durch das Fjord überzusetzen und einzukesseln. Mhm, genau. Okay. Habt ihr auch schon eine Anwendung für die Luftwaffe? Ja, also am Anfang dieses Bombenmanöver. Ist da sonst noch irgendwas? Also, ich schätze mal, die werden da einiges an Flugabwehr stehen haben. Vielleicht kommen die Jäger auch recht früh. Also, mit ein bisschen Glück treffen sie die richtige Runde. Ich weiß nicht, wie viel davon übrig bleibt, aber das erste Bombardement ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn da ordentlich was von übrig bleibt, dann können wir natürlich damit auch weiter auf Osborinov bomben. Wir müssen da dann ja auch noch wahrscheinlich ein paar Russen zumindest vom Fluss verscheuchen. Das könnte ich mir halt nur vorstellen. Ja, ein paar werden da sicher stehen. Könnte ich mir auch vorstellen. Wir wollen halt möglichst nah an den Fluss rankommen, weil wenn wir uns in den Häusern am Fluss verschanzen, ist es, glaube ich, auch mit wenigen Leuten gut zu halten. Wenn du in einem Haus sitzt und da kommt jemand durch den Fluss geschwommen, kannst du den ziemlich gut abschießen, denke ich. Also die Idee ist dann am zweiten oder am dritten Tag hier so eine Rumpfmannschaft zu haben, die verteidigt, während dann von den Seitenflanken in großem Umfang kommen auf offenem Feld. Ja. Okay. Genau. Ja, klingt doch sehr interessant. Sehr schön. Ja, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank für den Überblick. Das reicht dann, glaube ich, auch erstmal für die Zuschauer. Oh, gerne. Gehe ich nochmal zu den guten Russen. Ja, also die haben auf jeden Fall einen sehr soliden Plan, ne? Was so, wie das so aussieht. Auch sehr ordentlich hier, ne? Mit den Screenshots und so weiter, dass alle genau wissen, was sie machen wollen. Sehr plastisch ist dadurch, ne? Also das wirklich sieht sehr solide aus. Wenn ich meinen Kamelle mal dazugeben darf gerade, ich hatte den Eindruck, den ganzen ersten Tag von, es sind ja eigentlich 2,5 Tage, könnte man ungefähr sagen, ne? Wie das geht, den ganzen ersten Tag die Truppe nicht zu benutzen, hier oben, könnte ein Schwachpunkt dieser Strategie sein, in meinen Augen. Weil die russischen Verbände sind nur schwach am Tag 1. Ja? Tag 2 sind die fast schon nicht ebenbürtig mit der Wehrmacht, aber sehr dicht dran. Das heißt, wenn man die Truppe nicht einsetzt, gibt man eigentlich sehr vielen russischen Verbänden die Möglichkeit, eben aufzuholen in der Kampfkraft. Und da hätte ich persönlich gesagt, dass die am ersten Tag auch lieber noch irgendwas gemacht hätten, dass da Potenzial gewesen wäre, mit der Truppe zu arbeiten. Ja, das sieht alles super aus, aber hätte man am ersten Tag, ich wollte dir das jetzt nicht sagen, weil ich keine Tipps geben will, ne? Aber hätte man am ersten Tag nicht vielleicht auch sagen können, man nimmt die Pioniere, die sich hier überall hinstellen, und wenn dann irgendwo eine Öffnung ist, kann man die Truppe halt drüber holen, dass sie direkt hier vorne den zweiten Tag nachher beginnen kann, ne? Statt am zweiten Tag erst hier übersetzen zu müssen. Also die hätte ich am ersten Tag eventuell nicht AFK gesetzt. Und wenn ich die AFK setze, hätte ich eventuell die Artillerie zumindest da unten beigepackt, dass sie hier aushelfen. Aber das nur, ne? Meine 5 Cent. Okay, ich lag gerade rein. Kannst gerne schon mal anfangen. Jo. So, wir haben unsere Gedanken ein bisschen weitergeführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir unsere Truppe nicht aufteilen wollen, weil wir mit den gegebenen Kräften zu wenig Boden halten können. Wir konzentrieren uns also vollständig auf Borinov und teilen gerade Verantwortungsbereiche auf. Gelbe Armee hier im Süden, wobei das noch nicht ganz sicher ist, wie es dabei bleibt, und die Weiße Armee hier im Norden. Die Straße nach Moskau lassen wir bis auf ein paar Aufklärer im Prinzip vollkommen verlassen. Da freut sich Genosse Stalin zwar nicht unbedingt, aber da hätte uns Genosse Stalin einfach ein paar Soldaten mehr schicken müssen. Herr Stalin hat ja nur gesagt durch Stavka, dass er die Brücke behalten möchte für die Gegenoffensive. Ja, okay, dann hat er nie was erwähnt. Okay, dann reicht uns das. Das heißt, er wird nicht du erschossen, sondern der im Stavka. Das passt mir so. Und genau, die Truppe, die jetzt hier im Freien ist, also die ist für den ganzen Bereich zuständig, ne? Also auch wenn jetzt hier die Deutschen übersetzen, kümmert sich die Weiße Truppe darum? Ja, also das ist jetzt nicht besonders genau eingezeichnet, sondern nur grob. Das sind grobe Verantwortungsbereiche hier. Lass mich mal hier killen. Also man könnte sagen, das hier ist Verantwortungsbereich Weiß. Der oben ist paranoid, oder? Ja, der ist noch von Überlegungen von vorher okay. Her. Also was ich jetzt, oder was die Zuschauer sich auch fragen werden später, ist, wenn ich die Aufstellung so angucke, dann sieht das so aus, ob ihr sagt, wenn die Wehrmacht über den Norden kommt, dann lasst ihr die auf offenes Gefällt kommen und werdet die im offenen Gelände hier bekämpfen, oder? Mal gucken, ob wir nicht einfach zwei Combat-Boxes machen. Hier eine und hier beim Pass eine. Und wenn die Wehrmacht hier über offenes Feld kommt, kann man die von mehreren Seiten unter Beschuss nehmen.
Und zwar respektive Stadt hier und hier. Also wenn die Wehrmacht, na, also die Grundidee ist, ja okay, Infanterie, die hier in irgendeiner Linie aufgestellt ist, die kann man halt relativ leicht umgehen hier auch, ne? Und die müssten sich eingraben und sonst was. Also es, ja, wissen wir noch nicht genau. Also es wirkt halt wie eine offene Feldschlacht, die dann in diesem Bereich hier stattfinden würde, ne? Diesen Dreieck. Wenn die Wehrmacht über den Norden kommen würde. Es sei denn, die will durch den Pass unbedingt aus irgendeinem Grund. Ich meine, wenn die Wehrmacht nicht durch den Pass will, sondern über den Fluss kommt oder hier so drüber kommt, dann sieht es aus, ob so eine offene Feldschlacht kommen würde. Aber das habt ihr mit einkalkuliert. Da sagst du, weil der von verschiedenen Richtungen schießt, kann die... Nee, nicht unbedingt. Also pass auf. Die Idee ist mehr so, diese Combat-Boxen zu bilden hier, ne? Ja. Die graben sich, ne, Pioniere oder so, würden hier Gräben ziehen, Minen legen oder sonst was, dass du hier Pillboxes hast. Hm. Wenn die Wehrmacht hier reinfahren würde, jetzt nehmen wir an, die Wehrmacht fährt hier rein, okay, ist jetzt hier und wird jetzt von drei Seiten beschossen, nämlich einmal aus der Stadt, von hier und von hier. Und wenn sie jetzt sagt, hier, sie wird vom Norden, kriegt sie halt aus dem Rücken Beschuss aus der Stadt. Also es ist eher keine offene Feldschlacht. Okay. Ja, also da ist uns die Wehrmacht garantiert überlegen. Aufklärer stehen halt hier vorne. Kurze Frage, sind die russischen Aufklärer motorisiert? Ja, die haben hier rechts, guck mal bei der Geschwindigkeit, das sind die Kundschafter. Auf offenem Gelände 83 cm fahren die. Alles klar, okay. Also schon eine ganze Ecke, ne? 83. Alles klar, genau. Ich denke aber, dass der Punkt nur 50 cm, glaube ich, war. Die Aufklärer sollen halt auf gar keinen Fall engagieren, die sollen halt nur sagen, ja, da kommt Feind. Genau, aber das Funkgerät ist halt nur 30 cm, ne? Also unter Umständen, ne, kannst du halt nicht zurückfunken, die Info. Es ist ja aber nicht, im Prinzip nicht so schlimm, ne? Also nehmen wir mal an, Aufklärer steht hier oben. Jetzt will die Wehrmacht hier über den Fluss. Ja, okay. Und der Aufklärer hat halt den Auftrag, ja, okay, die Wehrmacht kommt über den Fluss. Die Wehrmacht über den Fluss kommt, fahr zurück und funk, sobald du kannst. Kriegen wir es halt eine Stunde später. Oder eine halbe Stunde später. Aber wäre immer noch eine valide, wichtige Info. Ja, ja. Also im Prinzip ist dann der Gesamtplan zu sagen, ihr holt hier so viele Siegpunkte am Anfang, dass ihr danach davon zehren könnt, wenn die Wehrmacht frontal ist, habt ihr dann gute Verteidigung, um wenig Verluste zu haben und deswegen habt euer Siegpunktepolster reicht dann aus zum Gewinnen. Hoffentlich. Über die 5 kommen, die Straße gibt und dann, wenn sein muss, die Westseite aufgeben und halt nur noch die Stadt contesten und dann hoffen, dass man mit 6 oder 7 Siegpunkten über die Runde kommt. Genau, die eine große Schwierigkeit ist natürlich, okay, wenn die Wehrmacht hier Infanterie in Lastwagen lädt und einfach Vollgas hier Richtung Stadt fährt, ist in 1-2 Runden schon mit Infanterie in der Stadt. Und wenn wir unsere Infanterie zu Fuß rüberlaufen wollen, sind wir gleichzeitig mit der Wehrmacht am Stadtrand. Die Wehrmacht ist ausgeruht, wir nicht. Ja. Ja, die sind ein bisschen angeschlagen, die Russen. 41 ist ein nettes Zeitalter, also ein nettes Jahr. Jo. Also das macht das Ganze nicht so... Können auch nur einmal schießen, dann sind die leer geschossen fast. Ja. Ja, also die Aufgabe ist schwierig, würde ich sagen. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen, wie gesagt, der Plan. Ja. Bodinov so lange halten, dass wir davon leben können, dass die Wehrmacht die Straße nach Moskau nimmt. Also im Prinzip ist das so, wenn ihr es nicht mindestens 5 Runden haltet, dann habt ihr ja durch die Straße nach Moskau zu viele Siegpunkte verloren, es sei denn, ihr sagt, ihr kämpft besser als die Wehrmacht die 3 Tage danach. Das ist korrekt. Und natürlich kann man auch versuchen, mal einen Aufklärer durchzusneaken zur Straße oder so. Ja, ja.
Ja, wunderbar, super. Dann vielen Dank auf jeden Fall mal fürs Feedback und die ganze Info. Ich lade das dann die Tage auf jeden Fall mal hoch. Alles klar. So, genau. Also nochmal, ne, habt ihr gerade mitbekommen, dass so der Plan von denen ist jetzt ein bisschen anders als eben gewesen mit diesen Boxen da oben. Die kamen mir auch so komisch vor. Die nutzen halt jetzt wirklich das Gebirge im Rücken hier, damit sie halt nur weniger Truppen brauchen, um die Front zu verteidigen. Ne? Inwieweit das jetzt wirklich von den verschiedenen Seiten reinschießen, wenn die Wehrmacht hinkommt, funktioniert, das ist eine andere Frage. Ich halte das für leicht riskant, was sie da treiben, weil, also wenn die Truppen durch den Pass des Todes kommen, die Wehrmacht zum Beispiel, ja, ist jetzt erstmal nicht geplant, wie wir wissen, aber das wissen die ja nicht, dann boxen sie sich da gerade durch und dann kämpfen die isoliert ohne die Hilfe von da unten beiden, ne? Unter Umständen. Das könnte problematisch werden. Da unten, wie wir wissen, könnte interessant werden, weil die Deutschen ja überlegen, da vielleicht überzusetzen. Was auch interessant ist, ist, dass die Hügel gar nicht besetzt sind, die von den Panzern ausgelöscht werden. Obwohl das von der Wehrmacht eine gute Idee war, wird die ins Leere laufen. Ja, und was man halt echt bedenken muss, ist halt, die Wehrmacht hat das nicht gemacht und die haben jetzt auch nicht dran gedacht, die Russen, aber die Wehrmacht hätte eigentlich alle ihre motorisierten Verbände sofort in die Außenbezirke holen können, dass quasi nach der ersten Stunde keine Siegpunkte mehr ticken für die Russen. Ne? Das wäre theoretisch möglich gewesen. Also eine Runde, 83 cm fährt motorisierter rein. Klar fährt man dann mit motorisierten in die Stadt, aber dann hat man eben Infanterie, Kundschafter und so in der Stadt stehen. Und wenn man einen davon verliert, ist genauso viel wie das Siegpunkteinkommen. Nur mal so am Rande erwähnt. Wir wissen, dass die Wehrmacht das nicht riskieren will und sie rechnen eigentlich auch nicht mit. Von daher ein ganz interessanter Punkt. Interessant finde ich, dass das Übersetzen am Wasser so ein bisschen und vor allem der Übergang da oben, dass sich da keiner für groß interessiert, weil ich gefühlt. Das finde ich ganz spannend. Gut wird für die Russen mit Sicherheit laufen, dass die gelbe und die weiße Truppe extrem viel Zeit hat, sich auszuruhen. Also wenn die in Kämpfe verwickelt wird, dann ist die fast auf hoch, ne? Also hat die gleichen Werte im Grunde genommen wie die Wehrmacht. Nur ist die eben, also die Wehrmacht schießt ein bisschen besser, aber wirklich nur ein bisschen besser. Aber wenn das ausgeglichen ist, dass du eben Nachschub und so weiter hier und Zustand und so, und jetzt bist du dann ja auch voll, ne? Dann hat die Wehrmacht hier tatsächlich eine harte Schlacht vor sich. Muss die Mannschaft auch groß genug sein wahrscheinlich, die da durch will. Mit den Scouts sehe ich ein bisschen problematisch, weil ich im Moment das Gefühl habe, ist, dass bei denen im Grunde genommen, aber das könnt ihr noch anders planen natürlich, ne? Die Scouts, also die werden mit geschlossenen Augen ein bisschen spielen. Ja, die haben zwar jetzt gerade überlegt, ob sie den nach vorne bringen sollen, die Scouts, aber es gibt keine Relay-Station und gar nichts. Also wenn er nach vorne geht, den Gegner sieht, kann das nicht zurückfunken. Ne? Dann muss er zurückfahren und ab hier vorne kann er dann zurückfunken erst. Ne? Falls es bis dahin überlebt, falls nicht die Flugzeuge da oben abfangen. Also wenn man einen einzelnen Scout vielleicht da oben sichtet, kann man ja überlegen, als Wehrmacht, dass man die Bombe auf den ansetzt. Und dann sind die halt direkt tot. Es sei denn, die haben ihre Abfangjäger da oben kreisen in dem Zeitpunkt. Mal gucken, ob sie das koordinieren wollen. Aber den Scout da oben könnte man verlieren, ohne dass er jemals Informationen preisgibt. Und dann ist natürlich die ganze Defense da oben, steht die eventuell falsch ausgerichtet, unvorbereitet. Ne? Also muss man sich überraschen lassen. Also die laufen dann am Fluss lang, sehen die vielleicht sehr spät, die sehen gar nichts mehr, einfach weil die sehen die erst, wenn die da unten im Kampf verwickelt sind, wenn es hochgefunkt wird, weil die Scouts bis dahin eventuell tot sind. Ist jetzt alle Zukunftsmusik, ne? Aber das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ich lasse mich da gerne mal überraschen. In jedem Fall spannend zu sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich hatte ja auch einen eigenen Plan entworfen und der war komplett anders als diese ganzen Pläne. Und ihr seht ja auch, was die planen, was sie denken, was die anderen planen. Also da könnte man 7, 8, 9, 10 Pläne draus machen, die alle unterschiedlich sind. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich will mal sehen. So, das jetzt hier nochmal nachgetragen. Die haben ihren Plan, das wird dann so am dritten Tag, zweiter, dritter Tag sein. Dann wird es wirklich hier zu dieser großen Feldschlacht kommen, die ich ja ursprünglich auch bei den Sowjets gefragt habe, ob sie damit rechnen, dass da eine große Feldschlacht sein kann. Und die Sowjets sagen ja, die wollen dann von hier, von da und von da, ne, wollen die Sowjets dann diese Feldschlacht hier drin führen. Ne? Und meine Frage ist immer noch an der Stelle so ein bisschen, ob das funktionieren wird. Tatsächlich ist die Truppe gar nicht so groß. Also es ist ein Korps plus eben die Unterstützungstruppen, ja die angeschlagenen Stuks, bis dahin ist die Hälfte bestimmt schon ausgefallen. Und Flachs und so weiter. Also es ist eigentlich nur ein einziges Korps, was ich im Moment sehe. Da oben das zweite Korps geht ja die Straße hoch. Also das wird isoliert tatsächlich hier, ich will nicht sagen, diesen Hinterhalt fahren. Dafür ist ein bisschen zu groß von der Area, aber wenn die da reingehen und das zu spät sehen, also sobald die hier sind, werden die unter Beschuss genommen von den Russen. Von diesen drei Positionen, von da vielleicht auch noch. Und wenn die dann realisieren, wo die Artillerie ist, die wollen dann die eine Artillerie da stürmen, naja, also die werden dann nonstop unter Beschuss genommen, bis der Sturm vorbei ist. Ob das jemals klappt, ist ja die Frage. Die Frage ist halt,
ob diese Panzer schnell genug vorfahren können, um die da auszurotten, weil die auf offenem Feld sind. Die sind ja dann auch in der Stellung, die Panzer bis dahin schon super angeschlagen. Und die Truppe da oben, die wird es wahrscheinlich niemals schaffen, hinten hinzukommen und an der Schlacht teilzunehmen rechtzeitig. Zumal die auch hier mehr geteilt ist in den Seiten. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich für die Wehrmacht unter diesem, was wir bisher wissen, hier oben zum Fiasko werden könnte, das Ganze. Dass das wirklich funktioniert, was die Sowjets da geplant haben deshalb. Da unten bei den Übersätzen, das wird wahrscheinlich ganz ähnlich. Hier unten sind ja sehr viele Truppen der Sowjets auf der Ostuferseite. Und die kommen da so ein bisschen fiesmild halt rüber. Und bedenkt, dass die halt angeschlagen sind vor diesen ganzen Angriffen in dem am ersten Tag. Also ich kann mir vorstellen, dass die Russen, die hier frisch stehen, die tatsächlich hier aufhalten werden, ne, an der Stelle. So, das gesagt, ich glaube im Zentrum, was ich da von den Sowjets gesehen habe, das war ultra schwach aufgestellt gegen das, was am ersten Tag da rein rusht. Also wenn ich meine Geld wo draufsetzen müsste, würde ich sagen, die Wehrmacht schafft es im Zentrum durchzurücken, kann aber nicht übersetzen, weil sie die Brücke ja bombardiert, wenn ihr euch erinnert. Die wollen ja die Brücke vernichten, weil sie dann nie rüber wollen, werden aber genau hier stärker sein, wo sie rüber könnten. Und oben und unten werden sie wahrscheinlich aufgehalten. Da können sie nur hoffen, dass sie mit den Pionieren, mit den Booten dann übersetzen, aber da reicht die Infanterie wahrscheinlich dann aus, mit dem Schneckentempo, um die abzuhalten, vermute ich mal. Ne? Weil man auch bedenken, dass die Pause von gerade der grünen Truppe, dass die halt, also er hatte eben gefragt, ob die ohne Schlaf auskommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich für die Wehrmacht nicht funktioniert, was sie da planen, aufgrund dessen, was jetzt die Sowjets geplant haben. Aber wie gesagt, ne, das nur, wenn man jetzt die Pläne sieht und man weiß ja nicht, wie der erste Tag ausgeht und vor allem, ob die Befehle alle richtig durchgehen, ne, ob die vielleicht alles ändern, wenn die das vorher scouten. Aber wenn das alles so durchgeht, wie beide Seiten das gesagt haben, wäre meine Prognose, dass die Wehrmacht erfolgreich in der Mitte ist und nicht vorrücken kann, hier gestoppt wird und da zerhackt wird. Und dann können die da oben gucken, ob sie noch mit der Schlacht teilnehmen wollen. Ne? Das wäre jetzt auf den ersten Blick meine Prognose. Wird sicher witzig. Ja, am Mittwoch sehen wir es dann auf jeden Fall.